Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Legung. Ja, wo ich das Thema Liebe und Partnerschaften beleuchten möchte. Der ausschlaggebende Punkt ist dazu der Neumond in der Waage, den wir morgen am 25. September haben. Und dieser Neumond läutet, wie hier schon auf dieser Karte zum Neumond in der Waage steht, eine neue romantische Phase ein. Das liegt allerdings nicht nur an diesem Neumond in der Waage, sondern das liegt an der geballten Waage-Energie, die uns jetzt in den nächsten Wochen erwartet. Das gestrige Reading zum Neumond hat wirklich einen Energiewechsel angezeigt. Also wir dürfen davon ausgehen, dass die Energien definitiv ein bisschen anders sind als, oder hoffentlich stark anders als die im September. Nämlich mehr in Balance, mehr im Gleichgewicht und vor allem in Bezug auf Partnerschaften, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Also, der Neumond morgen ist der Startschuss, der diese Waage-Energie, diese Waagezeit einläutet. Die Sonne ist seit heute oder gestern, ich weiß es nicht genau, in der Waage angekommen. Dann kommt eben jetzt der Neumond. Dann tritt am 29. September tritt die Venus, der Liebesplanet, auch in Sternzeichen Waage ein und am 10. Oktober tritt auch Merkur, der immer noch in seiner Rückläufigkeit ist, aber ne, der tritt dann in seiner Direktläufigkeit auch wieder in Sternzeichen Waage ein. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Waage-Energie und Waage, siebtes Haus von Beziehungen und Partnerschaften. Deswegen gibt es heute ganz speziell zu diesen kommenden 4 Wochen, sage ich jetzt mal, ein Liebesorakel. Genau. Und wir beginnen, meine Lieben. Du spürst in dich hinein, ob du dir aus dieser Botschaft was mitnehmen kannst, was dir in deiner Situation hilfreich erscheint. Und wenn du das Gefühl hast, dich einfach nicht angesprochen zu fühlen, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es für jemanden anderen bestimmt. Ne? Nimm dir immer nur mit, was dir hilft. So. Meine Lieben, ihr könnt mir gerne mal, das ist mein einziges Liebesorakel, das ich habe. Ah ja, gefällt mir. This could be the one. Das könnte der eine sein. Ihr könnt mir gerne mal Empfehlungen für Liebesorakel in die Kommentare schreiben, denn ich habe jetzt selber schon mal geschaut, aber die meisten Liebesorakel sprechen mich nicht so richtig an. Also wenn ihr einen guten Tipp habt, gerne her damit. Worth waiting for. Okay. Es lohnt sich, darauf zu warten, auf das, was hier kommt. Oder es hat sich gelohnt, darauf zu warten, was hier kommt. Okay, die will raus. Heart-to-heart conversations. Gespräche von Herz zu Herz. Merkur, ne? Merkur ist unser Kommunikationsplanet. Wenn Merkur dann wieder in die Waage kommt, kann es wirklich sein, dass wir auch Kommunikation erwarten dürfen. Gespräche von Herz zu Herz. Okay. Reconciliation, die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kehrt zurück in dein Leben. Ich möchte ganz ehrlich sagen, also, diese Karte spricht von der Versöhnung. Aber ich glaube nicht, dass jeder, also, dass sie für jeden gültig ist. Ich habe eher das Gefühl, ne, die Gerechtigkeit, die Karte für die Waage, ist so ein bisschen Karma-Energie. Es kann sein, dass Menschen aus einer Vergangenheit zurückkehren. Es kann aber auch sein, dass für mich ist es manchmal so eine Past-Life-Energie, ne? dass Seelen, die sich aus früheren Leben kennen, zurück in dein Leben kehren. Also ich will das jetzt nicht irgendwie auf Menschen aus der Vergangenheit reininterpretieren. So, eine Karte noch. Kann aber sein. Ne? Wir schauen mal. Diese Karte hat sich stark gezeigt in den Septemberlegungen und auch im rückläufigen Merkur. Vielleicht kam auch jemand zurück in dein Leben, vielleicht ist das bereits passiert und du konntest Gespräche führen, Heart-to-Heart-Conversations, konntest Dinge klären und bist jetzt möglicherweise auch wirklich ne, cool damit, in Balance. Das sind so vielleicht auch finally Sachen geklärt worden, damit eine neue romantische Phase beginnen kann. Eine Karte hätte ich hier gerne noch.
Das gefällt mir sehr gut. Romantic Feelings und Pay Attention to the Red Flags. Interessant, die habe ich beim Vormischen auch gerade schon gesehen. Also das Universum warnt dich, ne? Red Flags sind immer so Obacht, Obacht. Ne? Warnsignale einfach. Interessant. Okay. Interessant. Gut, meine Lieben, wir schauen mal weiter. Ich hätte gerne noch ein Queen of the Moon Oracle. Liebes Universum, eine Botschaft hier zu dieser neuen romantischen Phase in Liebe und Partnerschaften. Das Realisieren. Ich liebe diese Karte, sie steht immer vor diesem großen Schlüsselloch. Und meine Lieben, gestern im Neumond ging es um diese Karte, um The Path. Und ich finde diese beiden Karten, ist witzig, ne? Alle Legungen sind miteinander verbunden. Ich finde, das ist so ein bisschen die nächste Station von dieser Karte. Wir hatten es gestern auch. Wir hatten es in den Weekend-Vibes von Stationen. Ich hatte das Gefühl, die Karte zum Neumond gestern war die, ne, die Weitererzählung von den Weekend-Vibes. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, diese Legung ist die Weitererzählung von dem gestrigen Neumond. Gestrigen Neumond-Legung. Denn da habe ich gesagt, es ist mehr als das Licht am Ende des Tunnels. Es tut sich irgendwie eine neue Welt auf. Und sie steht hier, ne, hier steht genau die gleiche Frau. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Ne, blonde Frau, blaues Kleid. Und jetzt steht sie aber hier oben. Vor diesem, ne, sie hat diesen Weg dann nach oben gemeistert und sie steht jetzt hier und sie schaut in diese neue Welt und sie realisiert etwas. 3 und 8 ist 11. Also das ist 8, das ist 3. Okay, spannende Legung, meine Lieben, sehr spannende Legung. Also, ich habe das Gefühl, jetzt mit dieser Waagezeit oder im Oktober oder wie auch immer, es tut sich irgendwie diese neue Zukunft auf oder diese Chance. Ich habe es gestern als Chancen wahrgenommen mit dem Ast der Münze und dem Ast der Kelche. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, in dem du irgendwie drauf zugehst oder diese Leiter erklimmst, in welcher Art und Weise realisierst du irgendetwas? Stehst du da und schaust da in deine Zukunft? Sehr spannende Energie jetzt schon mal. Ich bin sehr gespannt, was die Karten jetzt hier sagen. Ich hätte als erstes gerne mal eine Energie zu diesem Pay Attention to the Red Flags und diese Reconciliation. Der Gehängte. Irgendwie nehme ich es ein bisschen als eine vergangene Energie wahr. Also es kann sein, dass du in irgendeiner, und das kann sein, ich meine, wir sind immer noch im rückläufigen Merkur, noch eine Woche, dann haben wir es geschafft. Kann sein, dass es, wow, da ist nochmal das Ass der Kelche. Okidoki. Die zwei Münzen, also der Gehängte, die zwei Münzen und das Ass der Kelche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir wurden, und ne, das habt ihr ja auf meinem Kanal vielleicht auch mitbekommen, wir wurden in diesem rückläufigen Merkur, in diesem September, irgendwie nochmal ganz, ganz stark getestet. Wir wurden nochmal angetriggert. Ne? Wir wurden mit irgendwelchen Gefühlen oder Personen oder wie auch immer in Berührung gebracht, die uns definitiv mit den zwei Münzen nochmal aus dem Konzept gebracht haben, wo es irgendwie nochmal so Unsicherheiten gab, wo man vielleicht auch
keine Ahnung, vielleicht kam jemand, ne, Reconciliation, vielleicht kam jemand aus der Vergangenheit zurück, und wir sind dazu aufgerufen worden, mit dem Gehängten das nochmal aus einer anderen Perspektive oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Aber ich habe das Gefühl, das Ass der Kelche sagt mir, wir bekommen die Antwort oder wir haben vielleicht auch die Antwort schon bekommen, auf gewisse Dinge. Egal, wer sich zeigt oder wer sich gezeigt hat. Es geht darum, mit dem Gehängten sich das aus folgendem Blickwinkel anzuschauen. Zwei Münzen. Ist es das, was ich mir wünsche? Gibt es irgendwelche Warnsignale? Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die ich treffen muss? Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die jemand anderes treffen muss? Hat sich was verändert, ne? Wenn wir hier davon reden, jemand aus seiner Vergangenheit kehrt zurück. Für viele ist es energetisch gewesen, ne? Ihr habt mir im Live-Chat oder auch in den Kommentaren oder so, ihr habt mir so oft geschrieben, hey, ich habe von meinem Ex-Freund geträumt oder das ist passiert oder es kam eine neue Person in meinem Leben und trotzdem bin ich irgendwie wieder mit alten Gefühlen konfrontiert worden. Das sehe ich genau hier. Ich habe aber das Gefühl, dass genau das hier notwendig war, um uns möglicherweise, ne, Asse sind Neuanfangsenergien, um möglicherweise unser Herz vorzubereiten oder keine Ahnung, zu öffnen, Herzöffnungsenergie für diese neuromantische Phase. Ich würde gerne mal die zwei Münzen abklären. Also vielleicht kam irgendwas in dein Leben und du hast gemerkt, okay, jedes Mal, wenn diese Energie, dieses Gefühl, diese Person in mein Leben kommt, ne, dann stehe ich wieder in so einem Zwei-Münzen-Zustand und bin irgendwie verunsichert oder bin irgendwie hin und her gerissen. Okay, die Kraft gefällt mir hierzu sehr gut, weil das bestätigt die Energie von der rückläufige Merkur war für viele von uns, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise ein Test. Ein Test, entweder wieder zurück in unsere Kraft zu finden, weil ich weiß, dass viele von uns die ein bisschen verloren haben, oder wirklich zu sagen, nee, ne, da gibt es immer noch so viele Ungereimtheiten, da gibt es immer noch so viel, was nicht passt. Oder vielleicht standst du auch irgendwie vor Entscheidungen, ne? Vielleicht geht es bei dir mit den zwei Münzen um eine Entscheidung. Will ich jemanden aus der Vergangenheit oder öffne ich mein Herz für was Neues? Ich habe irgendwie das Gefühl, so diese Entscheidung, dieser Entscheidungsprozess, so möchte ich es nennen, der findet gerade statt oder hat vielleicht auch gerade stattgefunden. Ich will jetzt mal ganz kurz wissen zu diesem The Path, ne, der Weg. Es tut sich jetzt irgendwie in dieser Waagezeit offensichtlich ein neuer Weg, ne, neue romantische Phase, Ass der Kelche, ein neuer Weg auf. Es kann ein neuer Weg mit einer bekannten Person sein, aber in irgendeiner Art und Weise okay, der Teufel. In irgendeiner Art und Weise spielt die Vergangenheit eine Rolle. Okay, und das Ass der Schwerter. Und die zwei Kelche. Also ich glaube, ganz viele von uns mussten was erkennen. Der Teufel und das Ass der Schwerter. Jetzt nochmal ein Ass, ne? An der Unterseite des Decks die zwei Kelche. Viele von uns mussten irgendwas erkennen. Ne? So. Ich sage es beim Teufel immer wieder, der Teufel sind so viele unterschiedliche Energien. Ne? Das können Menschen sein, die einen nicht gut tun. Das können Glaubenssätze sein, die einen nicht gut tun. Das können Menschen sein, die vielleicht nett sind oder toll sind, aber oder die wir toll finden, aber die uns in diese zwei Münzen Energie bringen. Und vielleicht ist uns irgendwie ein altbekanntes Thema, ich möchte es mal so ganz allgemein formulieren, ein altbekanntes Thema hier nochmal in aller Deutlichkeit, Ass der Schwerter, in aller Deutlichkeit aufgezeigt worden, ehrlich gesagt, als Red Flag, als Warnsignal, um zu erkennen, hey, das, was ich mir wünsche, das, was ich mir vorstelle in Liebe, in Partnerschaften, in einem Miteinander, ist was anderes als das, was sich hier präsentiert hat.
Also mit dem Ast der Schwerter und dem Ast der Kelche liegt hier definitiv diese Neuanfangsenergie, aber ich habe das Gefühl, wir mussten erst Erkenntnisse über nicht ganz so neue Energien gewinnen, um sie zu überwinden. Ich finde das sehr schön, dass die Kraft hier liegt, denn die Kraft ist die einzige Karte, die den Teufel überwindet. Ich nehme diesen Teufel auch immer so ein bisschen als Versuchung wahr, ne? So, lässt man sich nur mal ein auf etwas, von dem man eigentlich weiß, dass es einem nicht gut tut, oder handelt man aus der Selbstliebe heraus, und hat sein Ziel, Liebe und Partnerschaften, im Auge, ne? Nicht im Auge, im Fokus, und erkennt, ja oder nein, möglich oder nicht. Aber wenn hier liegt, pay attention to the red flags, ne? The signs are cautioning you, also die Zeichen warnen dich. Vor irgendeiner Energie, vor irgendeiner Person, vor irgendeinem Verhaltensmuster, vor irgendeinem Beuteschema, vor irgendetwas wurdest du, glaube ich, in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen oder bist vielleicht auch gerade mittendrin, wurdest du gewarnt, um zu erkennen, nee, wenn ich mir Partnerschaft und Liebe wünsche, dann muss ich diesen Teufel überwinden. Also, ich glaube, hier liegt dieser Test, den viele von uns in irgendeiner Art und Weise eben nochmal, ehrlich gesagt, glaube ich, klar und deutlich. Ne? Der Gehängte und das Ast der Schwerter, der uns klar und deutlich aufgezeigt wurde. So, vielleicht liegt da hier auch dieses Realisieren, ne? Wenn ich mir Liebe und Partnerschaft wünsche, zwei Kelche, Ast der Kelche, dann muss ich einen neuen Weg einschlagen. Ne? Vielleicht ist es das. Ich habe aber das Gefühl, es zeigt sich auch dieses Schlüsselloch, dieser neue Weg, deswegen, und ne, zwei Asse. Deswegen hätte ich jetzt gerne mal eine Energie zu dieser neuen romantischen Phase, zu diesem Realisieren. Der Stern, oh ja, yeah, I like it. Die drei Münzen. Und meine Lieben, die zwei Kelche bleiben an der Unterseite des Decks. Oh, wow. Meine Lieben, die Herrscherin. Venus-Energie, ne? Venus ja auch in Waage. Okay, also. Für viele ging es hier in der letzten Zeit darum, zu erkennen, was geheilt werden möchte, damit Beziehungen und Liebe funktioniert. Ganz stark auch das Thema Selbstliebe, was ja auch in den letzten Legungen eine Rolle gespielt habe. Und ich habe das Gefühl, die meisten von uns werden diesen Test bestanden haben oder sie werden ihn bestehen. Ne, das sagt mir die Kraft, das sagen mir diese zwei Asse und der Stern sagt mir das auch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so, sie schaut hier so in den Himmel, ne, sie sagt so, okay, Universum, ich habe verstanden und ich folge jetzt, ne, ich lasse mich jetzt von dir führen. Ich erkenne hier Ast der Schwerter. Es ist meine Aufgabe, Liebe zu empfangen, oder es ist jetzt die Chance, Liebe im Miteinander. Drei Münzen ist immer eine Miteinander-Energie, immer die Energie von zusammen. Wenn ich mir eine Partnerschaft wünsche, die auf den Werten beruht, die ich mir vorstelle, ne? Herrscherin und Stern, Wunscherfüllung und Werte und all das, dann musste diese. Ich sage jetzt mal, dieser Test noch mal stattfinden. Und wie ich schon sagte, ich glaube, die meisten von uns bestehen diesen Test. Ja, die Mäßigkeit. Das bestätigt das auch. Die meisten von uns bestätigen diesen Test. Ich möchte aber, also die zwei Kelche lassen wir auch draußen, weil die zeigen sich hier, weil ich habe das Gefühl, dass sich hier auch mit diesem Realisieren hier, dass sich hier was Neues zeigt, dass du hier dastehst und sagst, ah, okay, so könnte es auch funktionieren. Deswegen eine Karte zu diesem Realisieren. Also ich glaube, du realisierst, das ist es nicht gewesen oder so nicht mehr oder das musste ich verändern, das musste ich heilen.
Diese Heilungsaufgabe, der Stern, die drei Münzen, scheinst du, ja, die neun Münzen an der Unterseite des Decks bestätigen das nochmal, scheinst du zu bestehen oder bestanden zu haben und jetzt tut sich da eine neue Welt vor dir auf. Welche Welt? Oh, die sechs Münzen, okay, I like it, meine Lieben. Ne? Die sechs Münzen ist geben und nehmen. Die sechs Münzen sind meine kleine Gerechtigkeit tatsächlich. Oh, I love it. Meine Lieben, okay, I love it. Der Magier an der Unterseite des Decks, wundervoll. Wundervoll, 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 meine Lieben. Der Magier ist Manifestationsenergie. Der Magier spricht, ne, im klassischen Rider-Waite, alle vier Elemente hat der Magier auf seinem Tisch liegen. Deswegen spricht der Magier davon, dass wir neue Voraussetzungen haben, andere Beziehungsdynamiken an Land zu ziehen, nämlich ausbalancierte, gerechte, faire, ehrliche, whatever Beziehungsdynamiken, aber mit diesem Gericht, ne, das ist immer so dieses, für mich ist hier tatsächlich der bestandene Test, der wichtige Punkt an unserem Leben, an dem wir gekommen sind, um etwas zu erkennen, um etwas zu fühlen oder um unser Herz möglicherweise auch für neue Wege zu öffnen oder für neue Personen, keine Ahnung. Aber ich sehe, dass du realisierst, dass irgendetwas geht, dass du in deinen Beziehungsthemen, in deinen Partnerschaften, im Thema Liebe, an einem Scheideweg angekommen bist. Ich nehme dieses Gericht, ehrlich gesagt, immer als Erlösung wahr. Also vielleicht kommt hier auch wirklich jemand in dein Leben, wo sofort ein ganz anderes Gleichgewicht herrscht, ne? Nichts Einseitiges, wo sofort andere Voraussetzungen sind, auch in der Kommunikation, ne? Heart-to-Heart Conversations, der Magier ist Merkur-Energie, wo sofort andere Voraussetzungen sind und du merkst so, okay, dieses Mal ist diese Beziehungsdynamik ganz anders oder dieses Mal ist dieses Miteinander, vielleicht auch mit einer bekannten Person, aber es ist völlig anders. Es ist, ne, also du merkst richtig diese Erleichterung. Wundervolle Karten liegen hier, meine Lieben, wundervolle Karten liegen hier. Ich glaube, dass du deine Heilungsaufgaben, deine Lernaufgaben, die dir in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer gezeigt wurden, dass du sie angegangen bist und dass du deshalb eben jetzt in diesen Herrscherinnenmodus kommst, völlig andere Dinge anzuziehen und zu empfangen und auch was völlig anderes auszustrahlen, was am Ende des Tages, ne, deine Energie eben auch matcht. Also ich freue mich, denn offensichtlich haben viele, viele von euch die Herausforderungen der letzten Tage und Wochen erkannt als der Schwerter, haben die Warnsignale wahrgenommen, haben auch wahrgenommen, ne, wie sich möglicherweise die eigene Energie nicht so richtig gut angefühlt hat mit den zwei Münzen und haben gesagt, nein, ne, wenn etwas mich so aus dem Konzept wirft oder wenn mich etwas wieder so aus der Bahn wirft, dann kann es nicht Ass der Kelche, die Kraft, dann kann es nicht das sein, was ich mir wünsche. Das, was ich mir wünsche, ist basiert auf Geben und Nehmen. Auf einem gleichwertigen Austausch, auf einer guten Kommunikation, auf Klarheit, auf Authentizität. Ne? Stern ist Wassermann-Energie, da geht es immer darum, authentisch zu sein. Und ja, ehrlich gesagt, glaube ich, ziehst du jetzt neue Dinge an Land. Ich möchte aber jetzt ehrlich gesagt, den Magier lassen wir jetzt auch draußen liegen. Ich möchte nämlich ganz kurz wissen, bevor wir ins Extended einsteigen, was zieht denn die Herrscherin jetzt an Land? Ich lege die Herrscherin mal kurz hierher.
weil ich die jetzt kurz abklären möchte. Was zieht denn die Herrscherin jetzt künftig an Land? Oder wie beginnt es jetzt für die Herrscherin? Die sieben Stäbe die zwei Schwerter und der König der Stäbe. Eine Karte zu den zwei Schwertern. Der König der Schwerter an der Unterseite des Decks. Und der Wagen. Also ich sehe jetzt hier mit dem König der Schwerter und dem König der Stäbe auch zwei Personen. Zwei Energien, sagen wir es mal so. Genauso davon spricht der Wagen von zwei Energien, genauso wie die zwei Schwerter. Sie sprechen von zwei Energien. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, hier liegt so ein bisschen dieses, ich musste erkennen, ne, sieben Stäbe, mich von einer Energie zu distanzieren, ne, mir Grenzen zu setzen, mich abzuschotten. Ich weiß nicht, ob du wirklich in Berührung mit dieser Person gekommen bist oder ob du einfach nur, ne, wie ich gerade schon sagte, mit alten Gefühlen oder so konfrontiert bist, aber hier liegt dieses, ich musste eine Sache, die mich blockiert, von mir fernhalten, um auf meinem eigenen Path vorwärts zu kommen. Also ich nehme tatsächlich auch, weil jetzt hier irgendwie die Vergangenheit eine Rolle spielt, ich nehme für die meisten wahr, ich nehme den König der Stäbe als die Person aus der Vergangenheit wahr, den König der Schwerter eher als die neuen Personen oder als die neue Person, die jetzt möglicherweise auch in dein Leben kommt. Oh ja, danke, I love it. Darunter der Ritter der Kelche, darunter die acht Schwerter. Die acht Schwerter werden sofort mit den vier Schwertern geheilt. Und darunter, wow, das Ass der Münzen und die Welt. Okay, ich glaube, acht Schwerter, zwei Schwerter. Ich glaube, es gab, ne, die zwei Schwerter sprechen von Blockaden, die acht Schwerter sprechen von einer verzerrten Wahrnehmung. Und ich habe das Gefühl, wir mussten diese verzerrte Wahrnehmung von uns selbst, von einer Situation, von einer Person, vielleicht von Liebe im Allgemeinen, von wie möchte ich behandelt werden, wie stelle ich mir Partnerschaft vor, ganz konkret. Ich habe das Gefühl, wir mussten diese verzerrte Wahrnehmungen erst klären und lösen. Ne? Uns wurde nun mal etwas aufgezeigt, was es nicht ist oder was sich nicht gut anfühlt oder was noch nicht vollständig geheilt war, damit der Weg hier, Ass der Münzen, die Welt, frei ist für die Partner, die jetzt kommen möchten. Das Gericht spricht von Bestimmung, dem Ruf des Universums folgen, und ich habe das Gefühl, ganz viele von uns, ich glaube ehrlich gesagt, mit diesen drei Assen, die wir jetzt hier haben und ne, darunter eben auch noch die Welt, ich glaube, ganz viele von uns dürfen oder mussten realisieren möglicherweise, dass der Weg hin zu Liebe einen ganz anderen Path, einen ganz anderen Weg einschlägt oder dass wir einen ganz anderen Weg dahin einschlagen müssen, so ist es besser formuliert, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Sagen wir es ganz runtergebrochen mal so. Okay, gut. Meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte.
Ich möchte noch ein bisschen mehr zu deiner Energie wissen, weil hier liegen definitiv so ein bisschen Erkenntnisse und vielleicht auch die Erkenntnisse, sich für was Neues zu öffnen. I don't know. Da fragen wir nach. Ich möchte ein bisschen was zum König der Stäbe wissen, den ich ein bisschen, ne, Red Flags. Der hat ein rotes T-Shirt an. Der König der Stäbe kann auch manchmal eben so diese Versuchung sein, dass wir irgendwie in Versuchung geführt wurden, irgendetwas, von dem wir wussten, dass es nicht gut für uns ist, zu widerstehen, ne? So, deswegen hier frage ich nach, was das bedeutet. Ich möchte mich aber vor allem auf den König der Schwerter hier fokussieren, weil der, habe ich das Gefühl, der spricht so ein bisschen die Personen an, ne? Dieses Realisieren von den Personen, mit denen diese Beziehungsform möglich ist, die wir uns vorstellen, die eben jetzt, ne, auch in unser Leben treten können, wenn wir, ne, wenn wir es schaffen, loszulassen von, keine Ahnung, unser Beuteschema, den Gefühlen aus der Vergangenheit, den Ängsten, I don't know. Genau. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, hier liegen, sagen wir es mal so, hier liegen auf jeden Fall noch so ein paar, hey, da musst du noch hinschauen. Das ist noch nicht ganz. Das ist noch nicht zwei Münzen ganz in Balance gebracht, egal was es ist. Ne? Ob das jetzt eine Unfinished-Business-Situation war, ob es für dich die Frage war, gibt es mit irgendeinem Ex-Partner irgendein Zurück, ob es ein unverarbeitetes Gefühl war, ob es irgendeine Verletzung war, irgendetwas aus der Vergangenheit hat in deiner Energie eine Rolle gespielt. Und das Universum wollte dich aber warnen, ne? Das Universum wollte dir irgendwie zeigen, hey, das ist es nicht. Oder hey, da musst du nochmal dran. Da ist irgendein Teil in deiner Seele noch nicht geheilt. Da ist irgendein Schmerz, mit dem du dich nochmal bewusst auseinandersetzen musst. Und wie ich schon sagte, ich glaube, die meisten von uns mit der Herrscherin und den drei Münzen haben diese Aufgabe erkannt, haben gesehen, was zu tun ist. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ne, gerade mit diesem eine neue romantische Phase, ich habe das Gefühl, jetzt geht's los für diejenigen, die sagen, ja, ich weiß genau, ne, wovon Kati jetzt gerade hier spricht. Ich habe das Gefühl, mit der Herrscherin und dem Wagen, jetzt geht's los, irgendwie, jetzt geht's wieder in Bewegung. Während, ne, die Legung fing an mit dem Gehängten, der Gehängte ist absoluter Stillstand, aber ne, Stillstand im Sinne von, es passiert im Außen relativ wenig, aber man sollte diese Zeit nutzen, um Erkenntnisse über sich zu gewinnen. Und die Legung endet hier mit dem Wagen. Also habe ich das Gefühl, das Gleiche, was ich gestern auch schon ein bisschen in dieser Neumondlegung gesagt habe, wir können definitiv vorwärts kommen, wir können definitiv von hier unten stehen und in die Zukunft schauen, diese Leiter erklimmen und etwas Wichtiges realisieren oder verstehen oder erkennen oder möglicherweise auch jemanden kennenlernen, der uns diese neue Welt aufzeigt und der uns einfach zu verstehen gibt, warum es vielleicht bisher nicht geklappt hat oder wo lag der Fehler, meine Lieben. Und ich kann euch auch schon mal sagen, das werde ich euch morgen in der Wochenbotschaft mitteilen. Ich habe tatsächlich mit dem Teufel eine wichtige Erkenntnis in den letzten Tagen gehabt zu meiner Situation in meinem Liebesleben. Und ihr habt mir ja öfters gesagt, so wenn du, ne, wenn du verstanden hast, warum das passiert, dann lass es uns wissen. Also ich werde euch morgen wissen lassen, warum ich nochmal jemanden angezogen habe, der offensichtlich nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Und genau das nehme ich hier auch wahr. Ich nehme hier auch wahr, dass diese Erkenntnisse kommen und dass diese Erkenntnisse auch so ein bisschen der Schlüssel, ne, Realisierung, der Schlüssel dazu sind, eben jetzt andere Menschen in unser Leben zu ziehen. König der Schwerter, Ritter der Kelche. So, genau. Meine Lieben, ich glaube, wer Liebe wünscht und bereit ist zu sagen, ich nehme den Weg, der für mich bestimmt ist, auch wenn er vielleicht anders ausschaut, als ich es mir vorgestellt habe. Ne, gerade hier,
die zwei Schwerter und das Ast der Schwerter, auch wenn es vielleicht eine andere Person ist, als ich es mir vorgestellt habe. I don't know. Ich habe das Gefühl, wir können schöne, liebevolle Sexmünzen-Erfahrungen machen in dieser Waagezeit zum Thema Liebe und Partnerschaften, wenn wir uns darauf einlassen. Ne? Wenn wir sagen, ich setze mich jetzt in diesen Wagen und ich lasse mich jetzt hier einfach mal treiben und ich lasse mich Herrscherinnen Sternenergie, ich lasse mich jetzt einfach mal führen und zwar zu den Personen, drei Münzen, mit denen das, was ich mir vorstelle, auch umzusetzen ist. Genau. Meine Lieben, und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!